Wochen hier am Holzgraben, um gegen das unsoziale Kürzungspaket der Bundesregierung zu protestieren. Wir, das sind ein Bündnis von verschiedenen Parteien und Initiativen aus Aachen und viele Einzelpersonen, die diesen Protest unterstützen. Und eine der beteiligten Organisationen ist die Gruppe ATTAC. Für die Gruppe ATTAC will jetzt Birgit kurz eine Aktion nochmal erklären. Die Aktion Letztes Hemd für Merkel, die wir auch schon mehrfach hier durchgeführt haben. Hallo, liebe Zuhörer. Eine gemeinsame Presseerklärung von Verdi, ATTAC, Kompakt. Letzte Hemden gegen Kahlschlag im Sozialetat. Berlin, 19.07.2010. Auf die angekündigte Verschärfung des Sozialabbaus im Rahmen des Sparpakets der Bundesrepublik, der Bundesregierung, reagiert ein Bündnis aus Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und Arbeitsloseninitiativen mit Protest. Anstatt die Bezüge von finanzschwachen Familien und Hartz-IV-Empfängern zu kürzen, müssten bei der Sanierung des Haushalts auch Vermögende und Spitzenverdiener herangezogen werden. Einen Online-Appell mit der entsprechenden Forderung haben wir bereits fast 50.000 Menschen unterschrieben. Sie können das im Internet nachlesen unter www.kompakt.de. Gegen soziale Kälte hilft nur breiter Protest, sagte Jutta Sundermann aus dem ATTAC-Koordinierungskreis. Die Verursacher der Krise müssen zu ihrer Finanzierung herangezogen werden, etwa mit einer Finanztransaktionssteuer. Die Reichen sind aus der Krise reicher hervorgegangen und müssen nun etwas abgeben. Wir brauchen eine einmalige Vermögensabgabe und eine langfristige Millionärssteuer. Spektakulär will das Bündnis aus ATTAC, Verdi, Aktionsbündnis Sozialproteste, Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitsloseninitiativen und Kompakt vor dem Bundestag protestieren. Bis zur Haushaltsdebatte im Bundestag sammeln sie im ganzen Land letzte Hemden mit dem Slogan und Forderung für eine gerechte Steuerpolitik. Also die damit versehen sind, mit diesen Slogans. Zur Einbringung des Haushalts Mitte September sollen Hunderte dieser letzten Hemden vor dem Bundestag an einer Wäscheleine präsentiert werden. Menschen im ganzen Land sind aufgerufen, uns ihr letztes Hemd mit ihrer Forderung an die Bundesregierung zu schicken. Oder aber abends um 18 Uhr hier abzugeben und beschriften und bemalen können wir auch hier. Müssen sie noch nicht mal selber machen. Auch in zahlreichen Innenstädten werden wir im Rahmen von Bemalaktionen Hemden sammeln. So tragen wir den Protest gegen die unsozialen Kürzungen aus dem ganzen Land in die Hauptstadt. Die Ungerechtigkeit des Sparpakets drückt sich besonders in den Plänen von Familienministerin Schröder aus, kritisiert Ringo Bischof, Verdi, Bundesjugendsekretär. Während Wohlhabende weiterhin gut mit Elterngeld versorgt werden, sollen Empfänger von Hartz IV und auch die sogenannten Aufstocker, die arbeiten, aber zu wenig zum Leben verdienen, in Zukunft leer ausgehen. Das nimmt finanzschwachen Familien ihr letztes Hemd. Adressen zum Einsenden der letzten Hemden ist entweder hier bei uns jeden Montagabend 18 Uhr oder Kompakt e.V. Letztes Hemd, Artilleriestraße 6. In 27283 Werden, ATTAC-Büro, Münchener Straße 8, so, Werden, so. Oder ATTAC-Bundesbüro, Münchener Straße 48, 60329 in Frankfurt am Main. Jawohl, ich habe eben schon gesagt, eine 100 Meter lange Leine wird vor dem Bundestag aufgestellt mit unseren letzten Hemden. Also spätestens am 13.09. Vorher müssen Sie das hier abgegeben haben oder schon fertig beschriftet hier abgegeben haben. Bis dann.